Wir wissen, dass wir alle vor Herausforderungen stehen, die wir teilen. Unsere Welt verändert sich. Ich will hier nur wenige Stichworte sagen. Die Digitalisierung ist eine Riesenchance, aber sie ist auch eine große Herausforderung. Keiner kann sich heute beklagen, dass er zu wenig Daten kennt. Man kann eigentlich fast alles erfahren und irgendwo finden. Aber damit kann man es noch nicht gewichten, daraus noch nicht neues Wissen schöpfen, sondern man muss natürlich wissen, wie man dann auch damit umgeht. Wir werden unsere gesamte Ausbildung verändern müssen durch die Digitalisierung. Wir werden unseren gesamten Blick auf die Welt verändern durch die Digitalisierung. Alles, was zu digitalisieren ist, wird wahrscheinlich digitalisiert, von der Autoproduktion bis eben hin zur Schulbildung. Wir haben auch Themen, die nicht nur uns alle betreffen, sondern bei denen wir sagen können, wenn wir sie nicht gemeinsam lösen, dann werden wir gemeinsam in keiner guten Welt leben. Hier auch nur Stichworte, das ist der Klimawandel, das ist die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen. Und insoweit haben wir, in Deutschland ist es die demografische Veränderung, es ist die Frage der Entwicklung der Weltbevölkerung, insgesamt natürlich das Thema Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist den Menschen wichtig? Und wir haben sehr oft eine oberflächliche Diskussion. Wir reden, wenn man jeden Morgen die Nachrichten hört, die Börsenkurse sich anschaut, die Währungsbewertungen, sehr, sehr viel über Wachstum im Sinne des Bruttoinlandsprodukts, Wachstum. Wir haben den Eindruck, dass wir sozusagen mit den Kursständen jedes Tages befasst sind. Aber was sind die Fragen, die den Menschen wirklich wichtig sind? Das ist etwas, was nicht ganz so oft vorkommt. Und mich hat sehr berührt, eine der Fragen, wenn es um Lebensqualität geht, ist zum Beispiel nicht nur, wie reich bist du und wie viel materiellen Wohlstand hast du, sondern wer kümmert sich um dich, wenn du einmal krank bist, wenn du einmal schwach bist? Wie viele Menschen kennst du eigentlich, die das gerne tun würden für dich und für die du das gerne tun würdest? Und solche Fragen sind eben für eine Gesellschaft, die ein gutes Leben hat, die, ich sage es, ein glückliches Leben im umfassenden Sinne des glücklichen Lebens, ganz wichtige Fragen. Wir wissen, dass wir erfolgreich sind wirtschaftlich, wir wollen das auch bleiben. Wir wollen vor allen Dingen kein Technikmuseum werden, wo man in 10, 20, 30 Jahren dann hingeht und sagt, ach, wollen wir doch mal gucken, wo das Auto erfunden wurde. Und es war ja auch sehr interessant, wo die Buchdruckerkunst erfunden wurde. Ich habe immer so die Sorge, dass Europa und Deutschland auch ein bisschen selbstgefällig werden und denken, wenn was Neues auf der Welt passiert, passiert es bei uns oder vielleicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber dass wichtige Dinge auf der Welt vielleicht auch außerhalb Europas und den Vereinigten Staaten von Amerika passieren können, das müssen wir auch zum Teil ein Stück weit lernen und deshalb alles in Ehren, wenn man zu uns kommt, um zu schauen, was wir in der Vergangenheit geschafft haben. Aber ich möchte auch gerne, dass man zu uns kommt und schaut, was wir heute schaffen. Wir wissen auf der anderen Seite, dass es viele Menschen gibt, die in einem materiellen Lebensniveau leben, das viel, viel geringer ist als unseres. Ich will auch, wenn ich über Lebensqualität spreche, nicht etwa die materielle Seite ignorieren. Das ist vollkommen klar. Und deshalb geht es um die Frage Lebensqualität und Fortschritt, die uns bewegt und die weltweit diskutieren muss, werden muss. Denn wir haben nicht in Europa oder nicht in Deutschland das Recht, auf Kosten anderer zu leben, unser Glück letztendlich immer auf Kosten anderer zu machen. Ich habe sehr viel mich mit Klimafragen, als ich Umweltministerin war, befasst. Und ich glaube zum Beispiel, dass in einer gerechten Welt die Emissionen von CO2 pro Tonne, CO2-Emissionen jetzt in Tonnen gerechnet, pro Kopf gleich verteilt sein sollten auf der Welt. Wir können nicht sagen, wir in Europa brauchen oder in Deutschland brauchen eben 10 Tonnen und dann muss sich der Rest der Welt nach uns richten, sondern wir müssen hier zu einem fairen Ausgleich